So, meine Freunde, herzlich willkommen hier. Wie ihr seht, habe ich nichts gemacht von gestern zu heute, aber das ist ja egal. Machen wir jetzt hier einfach direkt weiter, ohne lange zu labern. Ihr seht, mein Hintergrund ist weg, die Wand ist grün gestrichen. Das heißt, jetzt habe ich schön fetten Greenscreen. Jo, er kotzt mich erstmal an. Verwesene Hirnmasse haben nicht nur Zombies, sondern auch gewisse Personen. Alter, kotzt mich nicht an die ganze Zeit. Perversling.
Riecher auf und habe gedacht, was ist das, warum brennt das Klo? Ich habe die Obelisken aktiviert. Ja, ich kann den Arkanensog spüren. Hier ist der Schlüssel zum Tor der Marktbrücke. Sie befindet sich im Norden des Marktviertels und führt dich zum Hafen. Was? Ich hätte gar nicht zu den Obelisken gemusst? Doch, ich hätte dir den Schlüssel sonst nicht gegeben. Du hast mich reingelegt. Warum? Du hast die Obelisken aktiviert und das führt dich zum Hafen. Penner. Draußen. Thank you.
Kommt zum Leuchtturm. Kommt zu mir. Na also, ich wusste, dass du es hierher schaffst. Diego, gut, Diego, dich wiederzusehen. Ich habe den verschollenen Tempel gefunden. Dann hatte Lyrka recht. Lyrka? Vergiss es einfach. Es ist gut, dass du da bist. Was machst du hier? Ich warte auf Milton. Er ist spät dran. Aber erzähl, was hast du im Tempel gefunden? Gibt es die Schmiede wirklich? Es gibt die Schmiede, aber... Ich habe im Tempel etwas Wichtigeres gefunden. Was? Die Wahrheit. Meine Rache wird warten müssen. Hier gibt es für mich erst einmal andere Dinge zu tun. Gorn sagt, du suchst einen Weg in die Festung? Ja, ich muss unbedingt mit Dakar reden. Aber die Festung ist abgeriegelt. Jeder wird verdächtigt, mit Druahang zusammenzuarbeiten. Wer ist Dakar? Die Meisterspionin des Königs. Sie ist die Einzige, die noch zu uns hält. Mit ihrer Hilfe könnten wir Hagen von unserer Unschuld überzeugen. Eure Unschuld? Druahang hat uns damals bei Hagen in Misskredit gebracht. Er wollte uns aus dem Weg haben. Zusammen mit Hagens Truppen könnten wir Sonjara noch retten. Wie kommen wir in die Festung? Milton hat gesagt, er bringt jemanden mit, der uns vielleicht einschleusen kann. Ich halte es aber für unklug, alles auf eine Karte zu setzen. Was hast du vor? Geh zu meinem Anwesen und berate dich mit Lester. Er hat in den letzten Tagen nichts anderes getan, als nach einem Weg in die Festung zu suchen. Wie komme ich zu deinem Anwesen? Folge einfach der Hafenstraße hier weiter bis zu ihrem Ende. Dann stehst du vor dem Tor meines Anwesens. Hm? Ich möchte mir deine Waren ansehen. 41. 58. Habe ich schon. Stockfisch. Nice. Hallo, Nitem. Morgen. Oh, ist doch schon Nachmittag. Auch wenn ich nicht ganz wach aussehe, 37. Ich möchte 41 Einhandwaffe nehmen wir.
Weg, 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 weg. Was geht bei dir, Niete? So. Ausrüstung, weg, 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 weg. Psst. 40, 4. Oha. Nicht viel, muss noch weiterarbeiten, keine Lust. Das kann ich gut verstehen. 40. Aber was muss, das muss leider, ne? Prokrastinieren. Oje. Hätte ich mir fast jetzt die Zunge vorbei gebrochen beim Vorlesen. So. Das 37, dann habe ich 41. Komm ja schon fast an den zwei hin daran. Nice. Ich möchte mir deine Waren ansehen. Auf Wiedersehen. Jetzt werde ich dich einfach kaputt schlagen und mir deine Waren so nehmen, ohne dafür zu bezahlen. Ach, wow. Hätte ich mal nach oben geschaut, dann hätte ich es gesehen. So, Speicher nicht vergessen. So, ja, müssen wir mal gucken, wie, wo, was wir da hinkommen. So. Ah, okay. So, das. Oha, vergittertes Tor. Ich spring einfach außen rum. Ey, das würde sogar wirklich gehen. Oh, oh. Oh. Haha, mich hält kein vergittertes Tor auf. Nur diese unsichtbare Wand. Mist. Aha, niemand hält mich auf, ich gehe einfach schwimmen. Aber unser Held kann leider nicht schwimmen. Und deswegen bin ich es. Man tot. Mann, Mann, Mann. Ist ja wie GTA 2 und 3. GTA 3 und Vice City. So. So. Wie komme ich da rein? Hoch. Da ist noch eine Tür. Bin ich vielleicht. Hä? Komme ich vielleicht hier lang? Nein, das Spiel möchte das nicht. Komme ich hier hinten raus? Nein. Hier ist noch eine Kiste. Altes Buch, womit sich nicht der Hintern abgewischt wurde. Aha, guck mal, hier können wir doch lang. Dann gehen wir hier lang. Alter. Hallo? Was war das? Also ich habe mich übel erschrocken. Spann die Armbrust. Schnell. Boah, Alter. Was in Hosen geschissen. Hä? Ich habe nicht mal ein Relikt gesehen. Nein. Schriftstücke. Psst! Spann die Armbrust! Schnell! Guck mal, da ist nicht mal einer. Mal auf hier, wenn du schon mich voll klatscht. So, ne? Boah, so eine Armbrust, wenn die aus nächster Nähe eine Fresse bekommst. Das ist bestimmt geil. Was kann ich für dich tun? Gar nichts. Alter!
auch komplett im Strahl gekotzt. Hä? Beste Wasser auf jeden Fall, das in die Bucht reingeht, so. So. Ebbe ist einfach landeinwärts. Wir kennen es nicht. So, dann wollen wir mal gucken, wer uns zum Leuchtturm gerufen hat. Eine Kiste zum Öffnen? Ich glaube nicht. Uff! Dass sie trotz Nahkampf einfach nicht ihr Schwert ziehen. Richtig dumm. Komplett dumm einfach. Boah, ich feiere das schon mit dem, mit der grünen Wand so. Wie viel Platz ich jetzt einfach überall habe. Geilsten wäre noch so, dass ich mein Bild bloß noch klein mache. Also, dass die Kamera übers Komplette ist. Dass ich hier links und rechts keinen Rand habe. Das wäre noch geiler. Das würde ich richtig feiern. Wer bist du? Was bist du? Ich bin ein Verbündeter. Das ist doch Xardas. Mein Name ist Xardas. Boah, hab ich direkt erkannt. Ich habe dich am Tempelausgang gesehen. Bist du ein Geist? Ein männlicher Anosiri? Nein. Was du siehst, ist eine astrale Projektion. Anosiri, es klingt wie so ein... Ich stehe in meinem Turm, östlich von Tushu. So ein Porno-Kandidat, so. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Dir helfen. Ach, was, und willst du dich wieder den Orks anschließen? Und das soll ich dir glauben? Was du glaubst oder nicht, ist irrelevant. Deine Taten zählen. Was ich tue, hängt von dem ab, was ich glaube. Du wirst tun, was du tun musst. Es liegt in deiner Natur. Das werden wir sehen. Geiler Typ. Ich bin beschäftigt. Aha. Nice Beschäftigung. Teleportation. Moment mal, wenn er eine astrale Projektion ist, warum musste er sich jetzt wegteleportieren? Das macht ja gar keinen Sinn. Er hätte doch einfach verschwinden können. Aha. Blöde. Hier werden Fakten aufgedeckt. Ja, das sieht doch sogar aus wie Xardas, sein Turm da hinten. Dämonisch, diabolisch, höllisch. Tödlich. Dass die vorher nicht altern, ist der Hammer. Sehen doch alle aus wie 20. Da da da.
Da, da, da. Mich hält kein Portal auf. Oder was auch immer das ist. Also eine Barriere. Wenn du noch lebst, die Tür ist zugenagelt. Versuch den Marktplatz zu erreichen. Okay. Nee, 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 da war ich ja. Dann müssen wir wohl doch hier lang. Bumm. Schaden bekommen. Nice. Da qualmt noch einer. Das heißt Loot. Unüberwandbar. Was gibt's? Schon zurück? Immer mit der Ruhe, Diego. Immer mit der Ruhe, Diego. Hä? Verfaultes Gehirn oder verfaulendes Gehirn. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Ich bediene mich hier an der Truhe, okay? Jetzt kommen sie alle raus, du Schwein! Hier ist niemand. Aha. Niemand kann aber viel sprechen. Hallo? Wow! Und Harry Potters Besen. Harry Potter und die geilen Schnaps. Dreckiger, kleiner, ekelhafter. Ich hasse dich. Hass! Das Spiel spielt wohl in Großbritannien so oft, wie das hier regnet, ey. Hallo, ist hier jemand? Also ich packe auch immer so drei Bären in so einer großen Kiste. Und ich baue auch Häuser immer, dass das Dach genau so ist. Wer kennt's nicht? So. Die kotzen einfach Corona aus. So einfach die Corona-Zombie-Apokalypse. Alle Leute kotzen einfach so komplett im Strahl. Oh Mann, ey. Du schon wieder. Sieh an, mein Freund, in einem Stück. Wie ich sehe, hast du die Strapazen gut überstanden. Diego schickt mich. Diego? War das Treffen erfolgreich? Milton ist noch nicht aufgetaucht. Wie sieht es bei dir aus?
Wir haben nicht nur einen Weg in die Festung. Fällt gerade ein, ich habe meine Pillen noch nicht mal genommen. Rauter, Jilvi und Daranis werden sich nicht einig, welchen Weg wir nehmen sollen. Vielleicht hören sie ja auf dich. Rauter, Jilvi und Daranis? Was machen sie hier? Denke ich auch rausgekiet, die Pille, weil die grün ist. Nee. Hallo, ich bin eine grüne Tablette. Oder? Warte mal. Bin ich jetzt dumm? Ne, geht ja nicht. Hier war ja blau und grün. Ja. Lol. Zu hell das Grün wohl. Was hiermit? Die wird schwarz. Ne. Wie dumm ich einfach so bin. Aber egal. So. Okay. Machen wir auf hier. Oha, hier liegt eine Leiche. Eine Prostituierte. Ich möchte mir denn. Okay, eine Händlerin. Doch keine Prostituierte, tut mir leid. Dass ich ihr Beruf verunglimpft habe. Eigentlich nichts, was ich brauche. Darum. Ah, ich habe mich schon gewundert. Hä? Ey, dumme alte Ziege. Kette dich gleich an der Wand an. Genau, leg dich mal wieder schlafen. Boah, was ist das denn? 180? Hab ich das nicht schon? 140. Lol. Alter, meine Rüstung wird einfach immer fetter. Boah, ich warte ja auch auf 200er Schild. Ich warte ja auf 200er Rüstung und 100er Helm. Das macht mich schon irgendwie geil, so viel Rüstung zu haben. Geil. Der Helm. Achtziger Helm. Ich werde bekloppt, Leute. Oh, wenn Nietem mir jetzt auf laut hört, die Arbeitskollegen denken dann so, okay, was guckt er sich dafür so ein Porno an? Na, geiler Alter. Wie findest du meine Rüstung? So, Ausrüstung. Weg, weg, weg. Direkt zu Geld machen. Boah, Leute. Ich sehe ein bisschen jetzt aus wie Dark Souls, so. Ich bin der göttliche Krieger. Hallo, hallo, mein Freund. Hallo. Ibims. Göttlich Krieger. Hallo. Jemand? Boah. Übelst der Alki oder was? Wie kann ich dir helfen? Wen sehen meine müden Augen denn da? Willkommen! Vor allem, ich musste ja die Grafik runterdrehen, weil ja ein Bug war, dass die Texturen sonst alle schwarz waren. Hier die Kleidung übel matschig und man kann auch durchgucken. Meine Rüstung sieht eigentlich richtig gut dafür aus, so als wenn die Grafik da gar nicht geändert wurde. Lester meint, du kennst deinen Weg in die Festung. Ich arbeite daran. Das ist richtig. Woran hapert's? Das Gegenstück zu diesem Steinkreis liegt in der Festung. Aber solange wir nicht dort waren, können wir auch nicht hin teleportieren. Warum verschwendest du damit deine Zeit?
Weil man mit der richtigen Befehlsrune einen Steinkreis auch aus der Ferne aktivieren kann. Ich habe einen Der Typ hat nur Hals und halbe Schultern. Hier hört das so auf. Damit er Miltons alte Befehlsrune aus meinem Laden holt. Gruselig. Langsam mache ich mir allerdings Sorgen. Um den Golem? Er müsste längst zurück sein. Möglicherweise wurde er beschädigt. Warum ist dein Weg besser als der von Rauter oder Jilvi? Im Gegensatz zu den anderen kann ich dir garantieren, dass du in der Festung ankommen. Und? Einem gewieften Magier dürfte die Suche nicht schwer fallen. Gut, wir machen das auf deine Art. Hast immer mit daran. Du bist. Dies, das, Ananas, bla bla bla. Tralalalalala. Auf hier die Bude. Oh, Teleporter, nice. Lord Gawain ist wieder auf seiner Burg. Das ja, ist gut. Deine Mom. Na, wen haben wir denn da? Ich muss. Ich überspring das mal. Ich will hier Leute wegballern und mir nicht ihre Liebesgeschichte anhören. Und wann die einen abgeseilt haben und nicht. Ich habe gesoffen. Oh. Kommst du? Also ich, das zu. Ich habe erstmal gesoffen. Hohes Elixier. Wette, so viel Zaubertränke, wie der säuft, hat er bestimmt irgendwann Durchfall. K wie Kontrolle. Ein Punkt, ey. Boah, krass. Alter, ballern die ja richtig rein. Wow. Hey. Einfach Maschine. Wow. Doris, gib mir doch schon dieses geile Gehirn. Kann bestimmt kochen. Kann ich eigentlich Drachenaxt? ...65... krank. Stahlwaren, Schusswaffe, Bogen des Leidens.
Einkrawler-Armbrust. Schmuck. Schilde. Moorwespenpfeil. Mr. Moor im Wespenpfeil. 40. Schwert der Vergiftung. Bolzen. Drachentöterbolzen. Wow. Okay. Kannst du auch übertreiben? Vor allem, wie sauber und ordentlich die Betten sind, so. Einfach. Nicht blutverschmiert, nicht vollgeschissen oder so. Einfach easy peasy, so. Roba. Ist Roba der Böse? Ich habe hier gar nicht vermisst, die scheiß Viecher. Beziehungsweise er steht ja bestimmt unter einem Bann oder so. Langsam wird's albern. Was machst du hier? Zuerst verrätst du mir, was du in meiner Festung willst. In deiner Festung? In der Festung des Königs. Was tust du hier? Ich suche Dakka. Du hast sie gefunden. Was willst du von mir? Du bist Dakka? Ja. In Sornjara bin ich das. Warte. Diego schickt dich, nicht wahr? Was will er? Nun, Syra, Dakka oder wie auch immer du wirklich heißen magst. Diego braucht dich. Er kann Lord Hagen seine Unschuld beweisen. Das geht jetzt nicht. Du kannst Diego doch nicht einfach im Stich lassen. Ich habe keine andere Wahl. Hagen ist verschollen. Verschollen? Der Narr ist mit unseren besten Männern ausgerückt, um Druehang in der Bastion zu stellen. Er ist nicht zurückgekehrt. Dann ist Hagen also tot. Oder schlimmer. Wir werden sehen. Willst du etwa... Ich gehe zur Bastion. Wo ist sie? Am Osttor. Wenn du unbedingt gehen willst, nimm die Brücke auf dem Hofplatz zum Arenaviertel. Ich lasse sie für dich entriegeln. König Rauba? Er ist dein Onkel in Sornjara, der in Schwierigkeiten steckt? Ja. Er war wie ein Vater für mich. Es schmerzt mich, ihn so zu sehen. König Rauba ist dein Vater? Nein. Er ist wie ein Vater für mich. Ich habe ihm damals in Morasul den Geldbeutel geklaut. Du hast dem König den Geldbeutel geklaut? Damals war er noch nicht König. Er war der Erste, der mich beim Klauen erwischt hat. Das klingt nicht gerade nach dem Beginn einer wundervollen Freundschaft. War es auch nicht. Er hat mich grün und blau geprügelt und mir dann die Börse geschenkt. Das mit dem Prügeln und dem Geld musst du mir genauer erklären. Ganz einfach. Er hat mich verprügelt, weil ich beim Klauen erwischt wurde. Das Geld hat er mir gegeben, weil ich es fast geschafft hätte. Du hast ihm also einfach verziehen?
Nein, ich wollte mich rächen und ihn bis aufs letzte Hemd ausnehmen. Und? Hast du's? Würde mich nicht wundern. Irgendwie kam immer was dazwischen. Orks, Assassinen, Räuber und die Miliz. Er hat mir das Leben gerettet. Mehrmals. Irgendwann habe ich festgestellt, dass ich ihn gar nicht mehr ausrauben will. Und dann wurde er König. Ich habe mich damals ganz schön verplappert. Ja, das hast du. Den Hinweis auf den Tempel konnte ich gut gebrauchen. Kein Wunder, dass Dantero den Tempel gefunden hat. Du hast mich gemolken wie eine Zibbe. Dantero? Das ist einer von Hagens Männern. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Was kannst du mir über Drohang erzählen? Er war mir nie besonders geheuer. Zu glatt, zu kompromisslos. Aber wir haben jeden Mann gebraucht, den wir kriegen konnten. Druahangs Söldner hatten sich mehrfach bewiesen. In Nordmar, in Varand. Auf Heshir? Auf Heshir? Einen solchen Befehl hat Hagen nie erteilt. Wer dann? Roba der Dritte? Niemand. Wenn Druahang Heshir angegriffen hat, dann hat er hinter unserem Rücken gehandelt. Hat Druahang die Untoten beschworen? Das wissen wir nicht. Aber sie greifen ihn nicht an. Einige gehorchen ihm sogar. Der Auftrag, ich... Wenn ich es... Roba ist tot. Du bringst frischen Wind mit, Fremder. Das gemeine Volk wird heutzutage immer unverschämter. Und? Was für eine ruppige Gestalt! Thank you.
ein Söldner? Friede mit. Gut. Ich möchte. Verfluchte Untote. Sie haben die Oberstadt zurückerobert. Gut, dass du... Was tust du? Diego und Milton sind nicht mehr aufgetaucht. Am Hafen sind sie auch nicht. Was? Ich habe am Hafen Schleifspuren entdeckt. Sie verlieren sich hier im Arena. Meinst du, sie wurden entführt? Weiß nicht. Sie müssen verraten worden sein. Wenn es Drua... Sieh nach, ob du am Hafen noch warst. Ich kümmere mich... Wird gemacht. Thank you.
komm! Verpiss dich! Haltet die Fackeln bereit! Club! Dich werd ich zum Frühstück! Haltet die Fackeln bereit! Die Zinnen am Osttor. Sei dort. Dich fress ich doch! Ich hab was an der Tür gehört. Ich hau dich zum Club! Dich setz ich zum Frühstück! An die Armbrust. Schnell! Ach.
Hier darf ich noch gar nicht hin eigentlich, aber egal. Gucken trotzdem einfach mal hier rein. Versuch den Marktplatz zu erreichen.
Nein, Mann! Wir hatten gehofft, du findest ihn im Arena-Viertel! Was willst du? Kein... Das wollte ich... Hast du im... Stimmt. Dann nochmal Hallo Dr. Kudo und drei Zuschauer und Hallo Lootgoblin. Stimmt, ich habe mich gemutet, weil die Waschmaschine noch zu hören ist sonst die ganze Zeit. Das wollte ich euch ersparen. Danke dafür. Auch immer da draußen ist. Verschwinde. Ja, da brauche ich jetzt nachher eine neue Unterhose, Kudo. Da habe ich mich ganz schön jetzt eingeschissen. Vor Schreck. Uff. Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder wach. Neunzig Rüstung. Boah. Mir geht gleich einer ab. Wenn ich jetzt noch den 100er Helm finde. Boah. Maschallah. 200er Rüstung wäre auch noch geil. Da. Na? Sei gegrüßt. Sei. Auch du gegrüßt, wer auch immer. Sei gegrüßt, Hirte aus Feschir. Ach so, ja, steht ja oben an der Mauer. Wow. Setarif, da kommen wir ja nicht hin. Das ist ja dann, ich mache mir dann mal was zu essen. Viel Spaß dir noch. Ja, dann dir auf jeden Fall guten Hunger und wird ja mal Zeit, ne?
Ich hoffe, ihr hört nicht so per Penetrant die Waschmaschine, die ist nämlich gerade am Schleudern. Ist ja bloß wie der Pegel die ganze Zeit so zittert. Jetzt blockt doch nicht diese Wesen da. Loot. Loot. Gib mir deinen Loot. Gib mir alles. Oh, jetzt müsste es. Ich mach mal kurz die Tür zu. Nichts mehr hören. Außer ein leises, dumpfes Rauschen. War ich hier schon? Nein, war ich nicht. Hier leuchtet ja Licht. Wandert der Typ da oben oder was? Das sind diese Pechnasen, da haben sie dann immer das Pech runtergekippt, wenn da Belagerer waren, um die zu verbrennen, so. So eine schwarze Teermasse ist das, oder? Die haben hier einfach runtergeschissen. Also, das haben sie auch gemacht, auf jeden Fall, wenn sie belagert wurden, einfach runtergekackt. Muss schon eine Demütigung sein, bis in so einer Stahlrüstung auf einmal... Bist du voller Fäkalien einfach. Bestimmt echt angenehm. Aber wenigstens quietscht denn die Rüstung nicht mehr. Wird denn ordentlich geschmiert. Aua. Was war jetzt hier eigentlich deren Mission so, als sie die Burg gebaut haben? Ja, wir lassen einfach mal so 3 Kilometer Platz. Passt schon. Für ein Trebuchet oder so. Das wäre doch mal geil, Alter. Aus einer Burg mit einem Trebuchet schießen. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt, Sardas. Du. Dein Fortschritt ist bemerkenswert. Doch schon bald wirst du meine Hilfe benötigen. Warum sollte ich deine Hilfe in Anspruch nehmen? Woher weiß ich, dass du nicht sogar mit Xesha unter einer Decke steckst? Ich habe meine eigenen Pläne. Die Anbael sind eine unwillkommene Komplikation.
wächst nicht gerade Vertrauen in mir. Wenn du deine Ziele erreichen willst, wirst du meine Hilfe annehmen. König Roba wird für mich bürgen. Der König ist zurzeit nicht einmal dazu in der Lage, seinen eigenen Hintern abzuwischen. Wie soll er für dich bürgen? Er wird dazu in der Lage sein. Dafür werde ich sorgen. Du wirst sein Wissen benötigen. Lass mich raten. Ihr wart damals alle die dicksten Freunde und du hast Roba Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen, als er 5 war. Der König hat mir einst eine Handbreit Stahl zwischen die Rippen getrieben. Er war aber ein gutes Werkzeug, so wie du. Ah ja. Ich bin also ein Werkzeug, so ein Schraubenschlüssel oder was. Lol, die Animation von dem Typen. Servus. Aua! Hackt oder was? Jetzt der 100er Helm. Nee! War. Das war bloß geraten. Oha, da geht mir richtig einer ab. Jetzt endlich ein 100er Helm. Jetzt sind nur noch die 200er Rüstung. Schild, nein, 50 Rüstung. Lebensenergie. 30, 40. Lebensenergie. Ich glaube, meine Waschmaschine ist fertig, Leute. Wow. Alter, der rastet komplett aus. Okay, die Handbewegung sah sehr seltsam aus, auf jeden Fall. Hallo? Würdest du dir mal bitte nicht einen runterholen während des Streams? Das ist aber sehr unangemessen. Jo. Physik gab's noch nicht damals. Wurde noch nicht erfunden. Ah, 32. Bin schon bei 40, Leute. Kann ich eigentlich... Ne, ist Schildhand. Nice. Essbares, Küst. So, haben wir alles. So. Dann wollen wir mal unseren Freund da befreien. Zurücktreten, bitte. Ich habe dich gerade befreit. Müsste zurücktreten. Endlich meine Rettung. Ich hab gedacht, ich muss hier verhungern.
Wem gehört die Kiste, aus der ich den Schlüssel zu deiner Zelle und diesen Armreif hier habe? Das ist Druhangs Kiste. Druhang? Wo finde ich ihn? Er ist nicht hier. Er hat Lord Hagen in die Arena schleppen lassen. Dann ist er verschwunden. Was hat Druhang mit Hagen vor? Dieser Größenwahnsinnige will ihn öffentlich in der Lord Dominic Arena abschlachten. Als Spektakel für seine Männer. Wie komme ich in die Arena? Durch den Graben. Dort gibt es einen Gang, der zum Verlies der Arena führt. Am besten gehst du durch den Hinterausgang im Westen der Bastion. Das ist der Weg, den Druhangs Männer gegangen sind, als sie Lord Hagen zur Arena gebracht haben. Hier. Diesen Schlüssel habe ich vorhin einem von ihnen geklaut. Es ist einer der Schlüssel, die Druhang an seine Männer verteilt hat. Mit ihm sollte es dir gelingen, in das Verlies der Arena zu gelangen. Was ist... Wir sind losgezogen, um Druhang das Handwerk zu legen. Das dachten wir jedenfalls. Eine Farbe. Ja. Spielstand erfolgreich gespeichert. Oh, bald wieder Level up. Nice. Gar nichts, ein Pleb. Zack. Ich habe wichtige Entscheidungen zu fällen. Ha. Wer bist du? Jee, wer ist er denn, Digga? Das ist doch nicht Lord Hagen. Das ist doch... Bruder. Da muss ich aber ganz dringend los. Alter, geschminkte Lippen oder was? Was ist mit ihm? Ich hol euch hier raus. Was ist mit Diego und Milton los? Sie wurden vergiftet, genau wie ich. Vergiftet? Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Das Gift wird uns nicht umbringen. Das will Druhang in der Arena erledigen. Er will es wie Zweikämpfe aussehen lassen, aber es ist alles nur Schau für seine Leute. So ist es, mein Freund. Miltons Kontaktmann war ein Verräter. Ich war unachtsam. Was ist passiert? Als du fort warst, ist der Kontaktmann aufgetaucht. Er war völlig außer Atem und hat gesagt, Milton würde in Schwierigkeiten stecken. Ich bin ihm gefolgt. Direkt in einen Hinterhalt. Mir hat er etwas in die Mana-Tränke gekippt. Ich kann immer noch nicht zaubern. In die Mana-Tränke, Digga. Wie so ein Zuchti. Wie heißt das Schwein? Cerone. Er war mal einer von Hagens Männern. Ich hätte nicht gedacht, dass er mit Druhang gemeinsame Sache macht. Milton war nicht der Einzige, der andere falsch eingeschätzt hat. Ich sehe jetzt, dass Druhang schon damals ein falsches Spiel mit uns getrieben hat. Ich habe 4 unschuldige Männer vom Hof verjagt, weil ich dachte, sie seien Verräter. Warum wollte Druhang euch loswerden? Um den König zu isolieren. Er war schon in schlechter Verfassung, als wir gegangen sind. Und ohne seine Freunde... Ich werde an eurer Stelle in der Arena kämpfen. Dieser Hund soll eine hässliche Überraschung erleben. Gute Idee. Ich will Druhang nicht im Rücken haben. Das ist nicht alles. Er hat Ivy auf dem Gewissen. Druhang hat Feshir niedergebrannt? Ich habe Ivys Verlobungsarmreif unter seinen Trophäen gefunden. Jetzt wird er büßen. Jetzt wird er büßen. Druhang hat für uns hochwertige Rüstungen bereitgestellt, damit wir bedrohlicher wirken.
Ich denke, wenn du eine von denen trägst, wirst du es, im Gegensatz zu uns, auch sein. Uff. Ja, da geht mir richtig einer ab. 260 Rüstung. Oha. Sei mir gegrüßt. Bitte. Oha. Das sind meine geilsten feuchten Träume, Junge. 260er Rüstung. Jo, wahrscheinlich. Guck mal, wie wir wegnaschen, Junge. Richtiger Lappen. Der konnte ja gar nichts. Aber ich sind auch noch Stufenanstieg hier. Hier, wir sind hier voll, Leute. Voll! Jetzt sind wir der Barbo der Barbos. Durch Drucken der Zoom-Taste. Und was ist die Zoom-Taste? Nice. Na egal. Heimlichkeit, Fernkampf, Lebens. So, jetzt naschen wir den Typen richtig weg, Junge. Der kriegt sowas von aufs Maul. Der weiß gar nicht, wie ein Cheat dieser Kasper. Wer zum Pelia bist du denn? Was willst du hier? Deinen Kopf. Meinen Kopf? Weißt du überhaupt, wovon ich bin? Ich bin Druhang, der künftige König von Argan, die rechte Hand von Xesha. Xesha. So ist das also. Sie ist als Nächste dran. Jetzt geht es erst einmal um dich. Ha, du kennst die Prophezeiungen nicht. Nur ein Mann aus Feshir kann Xesha töten. Ist das so? Ja, und ich habe für meine Herren jeden einzelnen Bewohner dieser kümmerlichen Insel getötet. Du hast mich übersehen. Was? Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Schützen! Feuer! Tötet ihn! Feige Sau. Komm her. Hässlicher kleiner Spacko. Guck an, was du kannst. Du kannst gar nichts mehr. Umzingelt ihn! Schnappt ihn! Umzingelt ihn! Jo, wie viel denn noch? Boah, block halt noch. Noch 3 Wochen so. Mach erstmal seine Laufburschen weg. Thank you.
endlich hat sie auf, sie hört zu riechen. Das ist ja nervig wie Sau mit dem Regen. Der denkt sich auch, wie er lootet erstmal, statt gegen mich zu kämpfen. Tja, Bruder, so ist das nun mal. So, das eingesammelt? Ne, hier ist noch was. Nix kann er. So. 34. Haha. Das wäre eine Billigwaffe gewesen. Ich habe, glaube ich, 200, ja. Wollte ich doch gar nicht. Was ist das für eine billige Arena so? Nur Stehplätze? War es das jetzt? Habe ich das Spiel jetzt geknackt oder was? Ach nee, ich muss ja noch die komische Olle da töten. Befriedigend? Nein, ich fühle mich nicht besser, aber ich musste es tun. Ich fühle mich befriedigt mit dieser geilen Rüstung. Ich brauche Leute wie dich. Die Pflicht ruft. Der richtige Augenblick ist gekommen. Was willst du? Es gibt einen Weg, den Wahn des Königs kurzzeitig aufzuheben. Er wird uns, das heißt dir, sagen, wie wir Xeshas Macht brechen können. Wie willst du den Wahn des Königs zurückdrängen? Aus der Nähe der Arena entspringen geringe, aber intensive Innos-Emanationen. Sie kommen aus Lord Dominics Grab. Du vermutest... Nein. Ich überspringe das jetzt hier mal. Bla 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 bla. Ja. Okay. War ja klar, rechts Bogenschützen.
Auf so eine Beerdigung oder an so einem Grab hätte ich ja auch Bock. Die ganze ballert und knallt es. Oha, noch 6 Lebenspunkte, dann habe ich 6, 6, 6, 6. Das ist ein Zeichen, Leute. Steck und Dreh habe ich benutzt. Na genau, das ist ja hier, wo wir schon waren. Ein Steck und Dreh. So, bevor wir aber hier weitermachen, will ich jetzt erstmal meine Wäsche aufhängen. Das heißt, wir gehen kurz in die Pause. Und dann geht's auch gleich weiter. Ich mache mir dann noch einen Tee, also so 10, 15 Minuten maximal dann. Dann würde ich mal sagen, ja, bis gleich. Thank you.
So, Freunde, jetzt geht's auch weiter. Ich guck nur. Eben mal, ich habe mal das Licht angemacht. Ah, so. Dann können wir noch hier reingehen. Zack. Und dann können wir weitermachen. Hallo, mein Freund. Hallo, mein Freund. Die Schatten. Wir müssen kämpfen. Wir müssen kämpfen! Zuerst setzen wir dir diesen Stirnreif unter die Krone. Kämpfen! Kämpfen wir! Meine Freunde, es ist gut, euch wiederzusehen. Wo ist Gorn? Oh, mein Kopf. Du, wer bist du? Ich kenne dich. Ich habe dich gesehen, gemeißelt aus Eis, in Feuer gebadet. Zusammen haben wir die Welt geschmiedet. Nein, es war nur ein Traum. Ein prophetischer Traum. Ich habe dein Abbild in einem Tempel gesehen. Wie es aussieht, sind wir beide die Spielfiguren einer höheren Macht. Nicht mehr. Ich habe die Götter und ihre Dämonen aus der Welt vertrieben. Xardas hat gesagt, der Schutz auf deinem Geist wird nicht lange halten. Sag uns, wie wir dir helfen können. Das Amulett des Schläfers, wo ist es? Wir haben dieses Ding in den Tempel des Innos bringen lassen. Die Hochmagier hatten einen verderblichen Einfluss gespürt. Um was für ein Amulett geht es? Das Amulett des Schläfers. Eine blinde Frau hat es mir gegeben, vor dem Krieg. Sie hat gesagt, ich sei auserwählt, es zu seinem Bestimmungsort zu bringen. Eine blinde Frau? Ich hätte es ahnen müssen. Ich habe zugesagt, der alten Zeiten willen. Doch ich wollte alles zuerst in Ordnung bringen, Argan befreien und davor Myrtana, aber dafür war keine Zeit. Was ist passiert? Das Amulett. Es war das Gefängnis eines Dämons. Aber es war zu lange von seiner Ruhestätte entfernt. Das Siegel wurde jeden Tag, den ich auf dem Schlachtfeld verbracht habe, schwächer. Bis der Dämon schließlich seine Fühler ausgestreckt hat. Nach mir. Er hat sein Gefängnis verlassen und nagt an meiner Seele. Hagen, bring mir das Amulett. Dieser Mann muss es zum Kloster an der Meeresklippe bringen. Er ist ein Auserwählter wie ich. Wir können das Amulett zurzeit nicht aus dem Tempel holen, Eure Hoheit. Weil die Hochmagier es nicht zerstören konnten, haben sie es hinter eine magische Barriere gebannt. Dann lassen wir sie die Barriere wieder aufheben. Wo ist das Problem? Sie sind tot. Druhan hat sich damit gebrüstet, dass sich der Tempel jetzt in den Händen der Belia-Kultisten befindet. Sie halten diese Dämonenfrau namens Xesha für eine Dienerin ihres dunklen Gottes. Wenn Xesha ihre Schergen in den Innos-Tempel schickt, muss sie hinter dem Amulett her sein. Wahrscheinlich versuchen sie gerade, die Barriere zu knacken. Das wäre theoretisch möglich. Merdarion, Ningal und ich dürften die Barriere mit vereinten Kräften ebenfalls bannen können. Wo sind Merdarion und Ningal? Merdarion ist bereits im Tempeldistrikt. Ningal wollte zu ihm gehen, sobald er das Armenviertel gesichert hat. Am besten redest du mit Daranes. Sie wollten sich mit ihm absprechen. Lass uns gehen, Milton. Ich muss noch die nötigen Komponenten vorbereiten. Und mit dem König reden. Geh vor, ich komme nach. Daranes müsste noch in Diegos Anwesen sein. Oder er ist schon in der Kanalisation unter dem Tempeldistrikt. Er wollte sie nämlich inspizieren. Bevor ich vom Hof hier verbannt wurde, habe ich einen Teleporterkreis geschaffen, der die Festung mit Diegos Anwesen verbindet. Nutze ihn, dann sparst du Zeit. Oh, was Geiles bekommen. Nee. Aber warte mal, hier war doch irgendwo noch eine Händlerin. Kann ich mir den ganzen Müll hier mal verticken. Ich möchte mir deine...
Ich möchte... Haben wir auch mal ein bisschen alles vertickt, so was wir nicht brauchen. Geil, wie der Teleport funktioniert. Helm 120. Krank einfach nur. Hier war doch irgendwo. Konnte ich doch in die Kanalisation gehen. Warum bist du hier? Hallo, mein Freund. Ist alles in Ordnung? Diego und Milton sind beim König. Ich muss dringend wissen, was im Innos-Tempel los ist. Vor einiger Zeit wurde dort ein magischer Kampf ausgetragen. Jetzt ist der Tempel durch eine Barriere von der Außenwelt abgeschnitten. Wo sind Ningal und Merdarion? Merdarion hat von einem vergessenen Eingang zu den Katakomben erfahren, die unter dem Tempel liegen. Er wollte ihn gegen die Untoten sichern. Ningal ist vor kurzem hier durch. Soll ich dir aufmachen? Unbedingt. Oh, dumme Sau. Thank you.
Sehe ich aus, als hätte ich Zeit? Ah, wir haben leider. Ich muss dringend. Ich möchte. Ja. Ja, zack, weg ist die Barriere. So einfach geht das. Der da gehört mir! Ha, Digga. Wer ist denn er, Junge? Frisch aus dem deutschen Camp oder was? Von 45. Ich kann dich hören. Was für Psychopathen, ey. Ja. Ich kann dich riechen. Der da gehört mir. Wow. Töten!
Ada gehört mir! Gute Arbeit. Die Barriere ist gefallen. Nur die um den Tempel. Wie kommen wir an das Amulett des Schläfers heran? Das scheint in der Tat ein Problem zu sein. Die Großmeister sind sich uneins. Aber immerhin scheint jeder der drei eine mögliche Lösung gefunden zu haben. Rede am besten selbst mit ihnen. Sei gegrüßt. Wo sind die anderen? Vermutlich in der Stadt verstreut. Oh Mann, ey. Bleibt mir hier gar nichts erspart, oder was? Ja klar, komm ich da nicht durch. Yeah, oh. Wie viel von diesen Skeletten hier auf einmal sind.
Wow. Hier kommt mir keiner rein, tot oder lebendig. Krasse Ansage. Hättest mir ja helfen können, du Penner. Jo, wahrscheinlich. Thank you.
Junge, was ist denn mit dir? Den mit Schweinen zu blocken. Wo rennen die hin? Ja, dann. Pech. Ich renne doch da nicht hinterher, Junge. Dumm oder was? Das tut... Ist das hier unten, oder was? Ich hab zu tun, richtig? Was hat er denn zu tun, im Regen zu stehen? Nice. Du. Ey, komm ich da auch nicht rein? Boah. Sprint ich immer mal ein bisschen. Boah, ist das belastend. Hier außen rumlaufen oder was? Troll mich doch nicht. Nee, das ist nicht richtig so. Nicht. Du meinst, müsste eigentlich die Barriere hier unten aufwechseln. Oder so. Ach, da war die.
hier eigentlich schon drin? Weiß gar nicht. Ne, wenn hier diese komischen Kakerlaken sind, dann war ich hier noch nicht. Geht's da in den Dings rein. Thronsaal. Nämlich okay, ich aber jetzt hier auch lang. Weil da oben war ja so ein Questziel. Brauche ich nicht jetzt hier nochmal außen rumlaufen. Sei gegrüßt. Können wir unseren Müll gleich direkt hier verkaufen bei der Alten. Du wünschst? Du wünschst. Ich möchte mir deine Ware... Wird's nochmal richtig eklig lauflastig, ey. Herz für Nigal. Ja, dann hier rechts lang. Da ist noch so eine gottlose Harpienmutti. Ja, zieh hier mal einen ordentlichen Schlippi an, Junge. Den Leintuch, du hast schon 1000 Jahre nicht gewechselt, das steht schon vor Dreck. Will nicht wissen, wie es da drunter aussieht, ey. Bestimmt schon Spinnenweben, ey. Der Unreine. Hier rechts, links. Frage jetzt.
hoch. Ja, komm, Junge. Elender Wicht. Ich glaube, der da nicht drüber springen kann, ey. Ey. Ich. Oh, wusste ich's doch, dass. Wir reden später, richtig? Mann, wie komme ich denn da hin? Bin ich dumm oder was? Oder ist das im Untergrund? Ich weiß es nicht. Weil hier war ich hier vorhin. Verschwindet, Pelia-Brut. Schnauze. Deine Fresse ist Belia-Brut. Ja, muss es ja im Untergrund sein. Weil. Hä? Das soll dahinter sein? Hä? Da ist doch gar nichts. Ich raff gar nichts. Kann ich auf jeden Fall was noch einsammeln. Das habe ich ja hier schon alles eingesammelt. Herzen. Ja, jetzt hilft mir auch nicht weiter. Die Frage, wie ich da runterkomme. Jetzt bin ich hier auf der Seite. Bringt mir auch nichts. Verschwindet, Pelia-Brut! Oh, ist das dumm, Mann. Ich hasse sowas. Boah. Könnte ich richtig abkacken bei sowas. Ich muss ja eh noch hier hinten hin. Kann auch nur wieder 1000 Jahre dauern, bis ich da ihn finde. Oh, lass mich doch darüber springen, Mann. Das ist doch ekelhaft. Mann, wer baut so ein Drecksdorf auch? Ja, ich gehe mal eben zum Bäcker. Ich komme in 3 Tagen wieder, oder was? Nicht jetzt, mein Freund. Nicht jetzt, mein Freund. Das Maul, hilf mir lieber. War doch auch irgendwo da vorne so eine Tür. So, da ist schon mal das Bückstück. So, wie komme ich da hin? Hacker, danke, Overlord, und herzlich willkommen. Und ja, danke. Danke, danke, danke. Kann ich die vielleicht so anschießen und die kommt zu mir? Ja, komm zu mir, bekloppte Kuh.
Der Unreine. Hier ist kein Platz mehr. Hier ist kein Platz mehr. Die Tür auf, hab ich gesagt. So, wo ist die Alte? Hä? Klatsch ich weg. Hallo. Willkommen. Wenn ich es nicht habe, brauchst du es nicht. Okay. Ich möchte mir deine Waren ansehen. Hast du Bolzen, mein Bruder? Als ob der nur Pfeile verkauft, will der mich verarschen? Was ist denn das für ein Penner? Ja, wenigstens sind wir ja schon mal hier unten. Oha, Bruder. Vertreib doch nicht. Danke für dein Subscribe. Hättest du doch nicht machen brauchen, Lorenzo. Reicht doch schon, wenn ein Hagen reingehasselt hat. Pascal hat meine Sprachnachricht geschickt. Die kann ich jetzt leider nicht anhören, Pascal. Weil ich selber im Stream bin. Ich guck mal kurz bei ihm rein. Und, beziehungsweise ich schreibe ihn kurz. Ich höre mir das kurz an, was er möchte. So. Ihr wollt nur wissen, warum Horizon 4 Horizon-Dings abstürzt. Erster? Nee. Hagen ist Erster. Oder ihr seid, teilt euch den ersten Platz. Hagen hat ja, 5 Stufe 1 Dinger verteilt. Und hat sich selber auch 6 Monate Stufe 1 gekauft. Da hatte ich schwitzige Hände danach, auf jeden Fall. Oha, danke, danke. So, gucken. Lul. Kann Forza streamen, nice. Konnte ich auch schon. Aber wenn ich jetzt Dings hier Gothic und Risen und so spiele, dann habe ich gar keine Zeit für Forza. Ich führe die beste Ware für meinen besten Kunden. Aber ich gebe es ja eh nicht aus, Lorenzo. Von daher. Ja, also erstmal noch nicht. Hab das schon abgesprochen mit der Person, wo das Geld. Das geht ja nicht auf mein PayPal, das geht ja immer noch auf einem Bankkonto beziehungsweise aufs PayPal von jemand anderes. Und das wird dann in der Steuer mit eingereicht. Und jo. Ich gebe das auch nicht aus. Ja, das gilt. Also erstmal nicht, ne? Also das bleibt da jetzt erstmal. Und verweilt. So, wo war jetzt dieser dumme Gang, wo man runter kann? Und. Oh lol.
Sammel doch rein. Ah, da hab ich keinen Bock. Und ja. Ach, danke. Das eigentlich musst du nicht stolz sein. Ist ja jetzt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es leicht war, aber. Ich habe mich auf jeden Fall stets bemüht, mein Bestes zu geben. Digga. Soll ich denn da rankommen? Was ist denn mit euch? Entwicklern, Menschen. Ah. Ich sag dir schon, also was man da alles ausfüllen muss, Junge, da bist du erstmal einen ganzen Tag mit beschäftigt. Steuernummer. Ja, ich habe meine Steuernummer eingetragen. Steuernummer. Wo du wohnst, also musst du deine echte Adresse und sowas angeben halt. Also musst du schon viel angeben, Handynummer. Dann werden die Daten noch überprüft und oh. Hier kommt mir keiner rein, tot oder lebendig. Tot oder lebendig. Ich will gar nicht mal hier rein, dein Drecksbunker da. Bin immer noch am Verzweifeln, wie ich da... Danke dafür. Hey. Ich möchte... Hast du Bolzen? Nö. Sie haben denn alle keine Bolzen? Ich finde es cool auf jeden Fall, dass die Leute so krass supporten. Finde ich übel nice. Hallo? Naja, ich brauche noch ein paar 100 Jahre. Ach, das kommt schon. Das kommt schon. Ich habe damit auch nicht gerechnet. Ich habe auch den einen Tag gestreamt so. Guck da oben. Was ist das für eine Meldung so? Hab ich gedacht, irgendwie ein Drop oder hab wieder ein Sub geschenkt bekommen oder so. Klick da drauf und dann irgendwas mit, ja, du bist fleißig und so. Da dachte ich mir, what the fuck ist das? Und 10 E-Mails bekommen so, ja, du bist jetzt hier Affiliate. Hab ich gedacht, lol. Krass ist das denn jetzt? Oh, ich habe diesen dummen Eingang gefunden. Ich werde bekloppt. Ja, habe ich mich auch schon ein bisschen drüber gefreut, so. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt habe ich den Faden verloren. Cool. Ich habe da jetzt auch nicht drauf abgezielt, das zu haben, ja. Wichtig war mir nur, dass ich diese 7 Tage voll kriege und in den Zwischendings ist das halt passiert, ne? Und das fand ich schon cool dann. Ah, du hast halt einen Vorteil, du hast schon Emotes und alles gekauft. Ich benutze ja die Emotes, die ich habe, sind ja von Twitch so.
zur Verfügung gestellt. Da gibt es so eine Seite, da kann man sich die dann runterladen. Das Kanalsymbol da, also diese Shuriken, das habe ich ja mehr oder weniger selbst gemacht. Ja, also ein bisschen bearbeiten, dies, das kann ja jeder. Aber ansonsten so die Emotes, die man benutzen kann, ich kann die ja mal alle reintun. Sind halt alle von Twitch so, die sie mir da zur Verfügung gestellt haben. Ich wollte da jetzt nicht so groß aufwendig jetzt irgendwie Geld reinstecken oder so, ja. Weil ich habe noch nicht meinen Stil so gefunden. Sei mir gegrüßt. Ich habe sie ausgezeichnet. Ein großes Ritual ist nicht... Pack dich! Aua. Es war also tatsächlich das Amulett. Gut. Und ob das gut ist, ich bringe es jetzt zum König. Nein. Wenn du jetzt sagst, dass du auch mit Xesha und deiner Decke steckst, werde ich sauer. Das Amulett in seinem jetzigen Zustand wird dem König nicht helfen. Es muss zurück zum Kloster auf der Meereskippe gebracht werden. Das ist ein weiter Weg. Hoffentlich haben die Untoten Diegos Boot nicht versenkt. Bring das Amulett zu mir. Ich habe vorsorglich die Fassung bergen lassen. Du wirst sie brauchen. Die Fassung? Wenn du im Kloster bist, wirst du verstehen. Der nördliche Leuchtturm von Sorniara liegt direkt über einem Mana-Knoten. Ich habe dort einen Teleportationszauber vorbereitet. Er wird dich zu meinem Turm bringen. Von dort aus ist es nicht mehr weit zum Kloster. Du meinst den Leuchtturm, der unheimlich glüht? So ist es. Dein Weg führt durch den Friedhof. Ich habe Gorm beauftragt, das Tor aufzubrechen und den Weg für dich freizuräumen. Dort steckt er also. Was ich noch sagen wollte, der allerbeste Vorteil ist halt, dass man jetzt... die Videoqualität einstellen kann. Ja, so kann ich jetzt wieder auf 60 Dings machen. Und dann kann halt jeder gucken, ja, auf welcher Qualität er möchte. Und vorher war man da ja so ein bisschen gebunden. Das finde ich halt schon cool, dass wenn ich abends... zum Beispiel noch einen Stream anmache, was ich ja hoffe, also bis jetzt hat mich das nicht enttäuscht, dass man dann die Qualitäten einstellen konnte. Ich werde auch erstmal bei 27p bleiben, ja, ich werde jetzt auch nicht höher gehen, auf 1080p. Ich habe sogar bei Kampfkeks gesehen, dass man auch 2K streamen kann. Das, Ich werde langsam alt. War schon krass auf jeden Fall. Nichts. Ich bin nur erschöpft. Früher hätte ich Tag und Nacht weiterkämpfen können. Aber meine Knochen sind nicht mehr die jüngsten. Du machst jetzt den Rest kleiner. Ja. Ach, die ganze Zeit schon. Du bist ja nicht mehr. Ich sehe, hast du dir ein paar Muskeln zu... Schon gut, Gorn. Ich gebe den Skeletten eins von dir aufs Maul. Die Sprüche immer, ich gebe ihn aufs Maul. Uff. Jetzt gebe ich erstmal Zombies aufs Maul. Wow, wow, wow. Ja, schieß deinen eigenen Zombie ab. Gut so. Erinnert mich immer ein bisschen an WoW hier, die ganze Geschichte mit den Skeletten und so.
wenn du als Untote anfängst. Sieht nämlich, dann kommst du genau aus so einem Ding hier nämlich raus, bei WoW Classic. Kommst du hier auch so raus, alles ist so friedhofmäßig und so. Ich habe ja auch früher mal WoW gespielt, also das allererste. So, Burning Crusade war, glaube ich, das letzte. Nee, was nach Burning Crusade kam. Das habe ich noch gespielt. Mit dem Lichtkönig. Dann habe ich das aber nicht mehr gespielt. Ist auch schon ewig her. Du mal wieder. Ja, ich. Ach komm schon. Wie lange geht denn das Spiel noch? Und, alles klar? Nein. Dämlicher Penner. Oder ich habe eine Ausgrabung vergessen, dass jetzt das die letzte Ausgrabung war. Boah, das wäre ja richtig nervig. Ich glaube, bei den Ausgrabungsstätten hätte ich nämlich... Ne, Innos-Statuen. Hier bekomme ich nur... Scheiß Zauberrune. Au. Ey, was jetzt? Wollt ihr die ganze Zeit hier blocken, ihr Affen oder was? Schon gleich auf die Truhen. Oh, wie viel hier sind. Nice. Leute, wo hat er denn hingeschossen? Und was noch neu ist, hinter mir die Wand ist komplett grün. Ja, darum kann ich endlich schön weit rauszoomen. Und nicht immer so, hallo Leute, wir streamen heute so, weil der Greenscreen zu klein ist. Jetzt kann ich endlich rauszoomen, weil da ist nämlich jetzt die Wand. Die mache ich vielleicht auch noch grün, die Wand. Da, also die Wand. Ich habe noch grüne Farbe. Ey, wie krank das aussieht, so einfach abgeschnitten, so zack. Abgeschnitten. Da, die Wand will ich noch grün, also da will ich noch grün machen. Dann kann man auch so einen kleinen Schlenker nach da machen zum Bleistift, ja. Und da ist auch noch weiß. Aber das bleibt weiß. So, dann mache ich nicht grün ran. So, das kann man nämlich, weil ich sitze ja eh später nämlich in der Richtung weiter, also hier. Deswegen. Mega geil, einfach. Ich feiere das so. Musst du einfach deinen Schrank grün streichen, Lorenzo. So, Greenscreen. Ah.
Oha. Goldene Inus-Statue. Aha, aha, aha. Ach, Mann. Nein. Ach, dumm. Oha, krass. Wie viel Rüstung die hat. Sens des Todes brauche ich nicht. Nicht mal den Bauplan für das zum Bauen. Ah, die haben mir gut aufs Maul gegeben, die Magier. Muss ich mal ganz ehrlich gestehen. Was ist denn hier noch? Warum leuchtet denn das? Hier. Hier, irgendwas soll hier noch sein. Aber was denn bitte? Ja, dann. Latte. Naja, allzu lang kann ich aber leider jetzt nicht mehr machen, weil ich habe, wie gesagt, meine Tabletten noch gar nicht genommen. Ich kann ja nicht hier mir nachher 12 Tabletten hinterschmeißen. Bin ich nachher tot am nächsten Tag. Ja, du hast doch schon fertig. Ein schwarzer Diamant. Hä? Was haben die denn hier gebaut? Block mich halt den ganzen Tag. Habe ich nicht schon 40 Schaden? Ja, hab ich doch. Auf dem Endgame geben die mir so eine Billig-Axt oder was? Wollen die mich trollen? Soll mal hier mir richtig harten Stuff geben? Oh, ich hasse die. Nein, kotz mich nicht an. Meine Rüstung quietscht zwar, aber sie muss nicht geölt werden. Mit Kotze. Geschmiert werden mit Kotze. Ach, Bruder. Ich treffe nicht mal mehr den Kopf. So.
Sieht original aus. Original. Ja, wahrscheinlich. Weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ach du Scheiße, so ein Vieh. Hätte ich auch Bock, wenn die ganze Zeit Flammen aus meinem Arsch kommen würden. Zack, zack. Boah, Junge, da platzen einem ja die Augen. Oha, sexy. Die SM-Armee oder was? Jo, sah das, hat nur noch einen Arm oder was? Geil ist das denn? Jetzt soll ich da runterspringen? Nee, doch nicht. Lul. Xardas, du geile Sau. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Ich sehe, du bist noch am Leben. Sehr gut. Du hast sicher Fragen. Und ob ich frag... Das Amulett des Schläfers ist Teil eines viel größeren Amuletts. Zu groß für einen Menschen. Hier habe ich den zweiten Teil des Amuletts, seine Fassung. Das ist ein Teil des Amuletts?
Hinter dem Ding kann man einer Belagerung trotzen. Ach, schon mal eben ein Tee. Könnte es als Schild benutzen. Ja, eine Göttin hingegen. Das Riesenamulett muss also zum Kloster? Die Mönche wissen, was damit zu tun ist? So ist es. Allerdings wird das Kloster gerade von Xesha angegriffen. Was? Wie komme ich am schnellsten zum Kloster? Durch Soldrin. Wie komme ich nach Soldrin? Begib dich zum Fuß meines Turms. Ein Tunnel im Norden wird dich zu deinem Ziel führen. Hüte dich vor dem Dämon, der über Soldrin herrscht. Er dient Xesha. Okay. Und hat bereits seine Was Unterlust war dem Skelett seine Mission? Was bewirkt das Amulett? Es bindet einen bestimmten Dämon an sich. Es ist wie eine magische Leine. Wenn sie mit göttlicher Macht gespeist wird, wird sie kurz und straff. Mit der Zeit lockert sie sich allerdings. Der Dämon ist also so etwas wie ein Haustier dieser Göttin? Wer weiß. Soweit ich ermitteln konnte, ist das Amulett eines von vielen. Ich habe Hinweise auf andere Artefakte der gleichen Art entdeckt. Zugeschnitten auf die Diener von Innos und Adanos. Was weißt du über die... Nochmal alle Rüstungen am Start oder was? Schmerzbringer. Wahrscheinlich. Essenz des Schmerzes.
Boah. 40, ich habe bloß 42, 41 sogar. Sei gegrüßt, Hirte aus Feschir. Wolltest du nicht zum... Wollte ich, ja. Aber ich werde es am besten so machen, da das anscheinend ja wohl doch noch eine Weile geht, dass ich gleich ausmache. Dann kann ich in Ruhe was essen, mir meine Pillen hier hinterschmeißen. Wo sollen wir jetzt überhaupt hin? Das habe ich noch nicht. Ach du Scheiße, der will mich doch komplett natzen, Junge. Boah, da kann ich ja offscreen hinlaufen dann. Den ganzen Weg. Die wollen mich doch komplett verarschen. Hier komme ich, glaube ich, zu Xardas. Teleporter sind einfach nur absoluter Müll, so. Heiß. Heiß, 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 heiß. Nö, dann würde ich nämlich jetzt hier speichern. Passt ja dann auch. Hauptmenü. Jo, beenden. Dann gehen wir hier rein. Machen Desktop aus. Gucken, wer online ist. Und dann reden wir. Ist immer so gelb mit dem Licht aus. Und meine Glatze leuchtet. Bruder. Guck mal, Andi ist online. Was macht denn Andi gerade? Der habe ich ja ewig nicht ge... Oh, aha. Andi aus dem Knast ausgebrochen? Der hat so ein orangenes Shirt an. Oh, Tatsache, Prisoner steht da dran. Ey, wo kriege ich das her? Ich will auch so ein Ding haben. Kein Stream aus dem gegen den Tag 6. Wünsche den Andi mal gute Gesundheit. Der hat leider Corona, ja. Gebt ihm einen dicken Küsschen von mir. Ich komme ja auch dann gleich mit. Dann sehen wir uns morgen. Mit hoffentlich dem Ende, also hoffentlich nicht, aber dem Ende von Gothic 4. Dann gucken wir, ob das DLC funktioniert oder das Add-on, ja, der Fall von Serarif oder wie das Ding heißt. Und dann können wir schon mit Risen anfangen, weil das soll wohl nicht so lang sein. So.
Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Andi. Drückt den, dass er ganz schnell wieder gesund wird. Also er ist ja gesund, ne? Er muss bloß Quarantäne. Aber dann viel Spaß beim Andi, ne? Und bis morgen.